Hallo miteinander, da ist Exitus 19. Ich begrüße euch zu Let's Play Skyrim. Bei dem gibt es am Schluss von der Konversation noch eine Entscheidung. Die habe ich das letzte Mal eben irgendwie abgebrochen. Das habe ich nicht mehr aufgenommen. Und habe das jetzt gleich euch noch zeigen. Hat mir niemand gesagt, ob es hören wollt oder nicht. Also schauen wir es einfach zusammen an. Also, ich habe von einem User gehört, der Alduin ist der Endboss. Schade, dass ich das schon weiss, aber es ist jetzt zu spät. Und ich weiß natürlich auch, wer es ist, es ist ganz klar. Ich möchte es euch aber jetzt noch nicht sagen. Ja, also, ihr glaubt als. Also, sie glauben also, am Alduin seine Mauer kann uns verraten, wie man am Alduin bezwingt. Wie sagt man das auf höflich Schweizerdeutsch? Ihr glaubt also? Ich weiß Genau es nicht. das. Zumindest glaube ich das. Es ist unsere beste Hoffnung. Die Klingen von damals kannten eine Menge Akaviri-Drachenkunde, die heute vergessen ist. Ich glaube, es heißt wirklich, ihr glaubt. Hä? Auf Schweizerdeutsch ihr. Egal, wo finden wir Alduin seine Mauer? Das wollte ich eben erklären. Sie befindet sich im Tempel der Himmelszuflucht, einem uralten Heiligtum der Klingen. Gut versteckt inmitten der Klippen von Reach. Dort werden wir Alduins Mauer finden. Okay. Zutritt zum Glaubt also, Tempel. dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Ich habe Halt, euch halt, gesagt, halt. wo ihr den Tempel der Ah, eben, gell. Himmelszuflucht findet. Jetzt liegt es an euch, uns heil dorthin zu bringen. Wir treffen uns an der Kartspitze. Ja, wie kommen wir dorthin? Ah, ja. Der Eingang scheint in der Nähe der sogenannten Kartspitze zu Okay. liegen. Wir werden abwarten müssen, was uns dort erwartet. Das möchte ich noch wissen. Was ist am 30. Herbst passiert? Es war ein kalter Tag. Das Ende von Eisfall ist im Jeralgebirge fast schon Winter. Wir haben die Neuigkeiten am Wolkenherrscher per Kurier erhalten, der im Eiltempo aus der Kaiserstadt geritten kam. 30. Eisfall 171. Vor 30 Jahren. Der große Krieg begann an diesem Tag. Der Botschafter von Talmor hatte Kaiser Titus Mede dieses Ultimatum gestellt. Er sollte ihm den Kopf jedes einzelnen Angehörigen der Klingen im Altmeribund aushändigen. An diesem Tag wusste ich, dass das wahrlich der Anfang vom Ende war. Oh Mann, ich habe mich schon auf etwas Romantisches gefreut, dass die zwei irgendwie ein Techtelmechtel hatten. Whatever. Ah, Braucht Moment. ihr etwas? Wir treffen uns an der Kartspitze, ich leise In eine Reihe. Ordnung. Delphine und ich werden auf euch warten, sollten wir vor euch ankommen. Aber trödelt nicht. Alduin wird mit jedem Tag stärker. Okay. Gut, aber. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Esbern redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Kartflusses. Wir Ja. können euch dort treffen oder alle zusammenreisen. Sucht es euch aus. Muss ich dir jetzt auch noch sagen? Ich gehe Vom allein. Flusswald aus? Die direkteste Strecke führt über die südliche Straße durch Falkenring. Oder ihr könntet die Kutsche von Weißlauf nach Markarth nehmen und euch von Westen annähern. Doch keine dieser Strecken durch Reach ist heutzutage noch sicher. Die Abgeschworenen sind überall. Nehmt euch in Acht. Von Flusswald aus? Wieso Oder kann ich ihr jetzt könntet sagen, ich die will Kutsche allein von Weißlauf. reisen? Doch keine dieser Strecken durch Geh Reach weg. ist heutzutage noch. Gehen wir Sehen gemeinsam. wir, ob wir diesen Tempel der Himmelszuflucht finden. Gut, im Team. Möchtet ihr mal los? Weil Team heißt ja toll, ein anderer macht's. Gut, ich schau da nochmal. Keine, das ist dort oben. Gut. Schauen wir das noch geschwind an. Okay. Ich verstehe gar nichts. Schauen wir einfach unsere Normalkarten an. Also, was haben sie gesagt? Ja, gut. Das ist einfach auch huere schade an diesem Game. Ich meine, ich hätte jetzt gerne ein bisschen gesucht, aber nein, okay, da ist es, alles klar. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir nehmen die Kutsche. Aber eben, sie sollen dort selber mal schauen, weil ich muss auf Level 20 kommen, mindestens. Ich bin jetzt Level 11. Was brauche ich? Ich bin total verskillt, also total schlecht und alles, aber ich soll
mindestens Level 20 sein. Dann gute Rüstung haben, also Daedric am besten. Ordner, es ist soweit. Weil wir können da. Ich komme wahrscheinlich nie mehr hierher zurück. What? Tja, darüber könnte man nachdenken. Gebt auf euch acht, Ordner. Lebt wohl. Ja, natürlich. Okay. Ja, auch, passt auf euch auf. Alles klar. Aber ich glaube, die folgen mir jetzt wirklich und das will ich nicht, weil ich muss mir zuerst noch Daedric-Rüstung besorgen und mindestens Level 20 werden. Und ich würde mal behaupten, das mache ich offscreen und bis ich das habe, gibt es kein Skyrim mehr, sondern andere Sachen. Und zwar aus dem Grund, ja, ihr wartet hier, gell? Braucht ihr etwas? In Ordnung, macht schnell. Du glaubst nicht, wie lange das wird gehen. Was gibt es? Aha, muss ich dem Fall nur einmal den Befehl geben. Gut, dann bleibe dir einfach mal da und ich schaue, was ich sonst so zu tun habe. Das machen wir aus dem Grund, weil wir an einen Point of No Return kommen, hat es cool geschrieben. Das ist zum Beispiel beim Flugzeug, weißt du, Piloten, die über den Pazifik fliegen. Sie haben berechneten Treibstoff. Wenn sie über den Punkt sind, wo sie nicht mehr umkehren können auf dem Pazifik, oder? Ist klar. Also, sobald sie etwa die Hälfte vom Treibstoff haben, also etwa genau die Hälfte vom Treibstoff, muss sich der Pilot entscheiden, entweder umkehren oder den Point of No Return erreichen und hoffen, dass es heil durchgeht. Ja, so ist es. Also, easy, krasse Verantwortung. Ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht allzu lange gehört, das war irgendein anderer Timer, es ist noch nicht vorbei. Auf was habe ich Lust? Begibt Akademie von Winterfeste. Das ist, glaube ich, Magierakademie. Ich möchte mir nämlich sowieso noch neue Zauber holen. Winterfeste dort oben. Wenn ich allein würde spielen. Gerade zur Stelle gehen. Wenn ich alleine spiele, würde ich jetzt nicht hinlaufen. An den letzten bekannten Ort hergehen und laufen. Aber da das etwa 35,35 Parts wird geben, wegen dem Weg, no thank you. I don't wanna walk. I wanna ride. Ride on the horse. Kutsche. Soll ich euch? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Ja, Mann! Wohin soll's gehen? Morkek. Markkart. Mortal oder Markkart? Mortal ist aber das Kleine, oder? Wir wollen natürlich in die Winterfeste. Okay. Los. Und das wäre auch ganz geil, wenn sie es so gemacht hätten. Das haben wir auch einem Kollegen gesagt. Ich habe auch selber daran gedacht, wenn man den Weg zuschauen könnte, so wie im... Ich glaube, das GTA war das. Wenn man ins Taxi gestiegen ist, genau. Dann hat man entweder Taxifahrt zuschauen. Ein bisschen rausschiessen? Nein, das leider nicht. Also man hätte können, aber dann ist der Taxifahrer abgehauen. Einfach ein bisschen rausschauen, ein bisschen rumdubbeln. Und ja, es wäre lässig gewesen. Winterfeste. Ha, wo ist echt die Akademie? Was macht ihr überhaupt in Frozen? Papa sagt, dass Leute wie ihr der Grund seid, dass ihr niemand mehr wohnt. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich sagt, viel wärmer und fröhlicher zumute. Mein Papa sagt, dass Elfen böse sind und man sie nicht trauen darf. Wusstet ihr, dass der Großteil von Winterfest ins Meer gestürzt ist? Eines Tages werde ich groß sein. Und nein. Ja. Ins Meer gestürzt, ohne Scheiß. Ist das an der Küste? Oh, schau, da oben. Da bin ich interessiert, eben, dass so kleine Buben sagen. Kann oft noch wahr sein. Das sind Zeichen, das sind ja alles Berge. Ja, ich würde sagen, da vorne, oder? So ein bisschen episch muss es schon aussehen. Sali, du? Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Wieso ne? Willkommen an der Akademie von Winterfeste. Ich bin Faralda. Hoi. Eine der höherrangigen Zauberinnen hier. Ich hoffe, dass eure Reise nach Winterfeste nicht allzu unangenehm war. Na voll nicht, Kutsch also, und so. Also ich muss euch sagen,
Wenn der einzige Grund für eure Anwesenheit darin besteht, euch zu beschweren, dann solltet ihr besser mit dem Jarl von Winterfeste sprechen. Wenn ihr aber auf der Suche nach mehr seid, werde ich euch gern behilflich sein. Ja, ich komme extra dahin, um zu sagen, wie scheiße die Fahrt war. Hallo? Eben, wieso sollte ich mich darüber beklagen? Es ist ein großes Geheimnis, dass wir im Laufe der Jahre schon vieler Dinge fälschlich beschuldigt wurden. Die guten Leute von Himmelsrand fällen manchmal lieber ein Urteil, als zu verstehen, was wir hier tun. Daher müssen wir gewisse Vorkehrungen treffen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Okay, was ist das für eine Akademie? Ich weiß es natürlich schon. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier in Deutschland. Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens. Okay, ich will inne. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Um alle zu zerstören. Willen anderer. Aha, das sind die verschiedenen Magierarten. Ich will Macht des Eises und des Feuers und alle zu zerstören. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Ich weiß. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Mhm. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Ich bin der Tarn des Jarls. Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein bisschen brennen? Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Ja. Ja, da, bei der bin ich jetzt nicht so überheblich. Ich stelle mich eurer Prüfung. Wer in Wiederherstellungszaubern bewandert ist, für den gehört heilende Hände zu den Grundkenntnissen. Könnt ihr es auf mich hören? Damit würdet ihr eure Kenntnisse demonstrieren. Den Zauber kann ich leider nicht. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Los. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hochzauberer in Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Ja, ich gehe rasch mit der Kutsche zurück. Gib mir's einfach. Ja, bitte. Ja, Mann, nun du bist nett. Sehen, wie ihr ihn wirkt. Okay, das machen wir. Zwar habe ich jetzt wahrscheinlich wieder ein Buch bekommen. Hä? Habe ich es einfach gerade gelernt? Tatsächlich. Ziel hilft bei Zielen, die keine Atronachen oder Konstrukte sind. Jetzt hoffe ich nur, ich kann recht wohnen. Ui! Da steht noch jemand. Ach, Scheiße! Los, los! Ja! Töt mich! Meine Fresse! Wo sind wir da? Ja, gell? Wir sehen uns gleich wieder für die letzte Minute. Bis dann. Peace! So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt allerdings einen neuen Zauber bekommen. Irgendwie. Und das kann ich natürlich nicht. Ach, Leute, das ist so typisch wieder. Oh, ich habe gerade tierische Legs. Ja. Gut, ja, in dem Fall gehe ich zuerst leveln. Go questen. Go umlegen, komischerweise. Ich weiss gerade nicht wieso oder an was es liegt. Egal. Gut. Ich werde mir jetzt noch das Gasthaus suchen. Wo ist es? Ich hoffe, es hat so einen geilen Namen wie... Ist das schon das Gasthaus gewesen? Ja, wahrscheinlich schon. Das ist schon ein geiler Name. Willst du mich verarschen? Das frostige Herz. Das frostige Feuer. Unglaubliche Übersetzungen gibt es in diesem Spiel. Unglaublich. So, Leute. Ich werde mir überlegen, wie ich das jetzt da mache. Schreibt mir doch Comments. Morgen werde ich kein Part machen. Von Skyrim. Ich möchte zuerst wissen, wie ihr dazu... Das sieht genau gleich aus wie das andere. Wenn ich jetzt verbleiben soll, wenn ihr auf Level 20 zuschauen, wenn ich Quests mache und leveln, oder wenn ihr einfach auf Level 20 weiter schauen. Entscheidet euch. Bis morgen. Peace. Euer Exitus 19.